Augenentzündungen kann man unterscheiden in innere Augenentzündungen, sogenannte Uveitiden, und in äußere Augenentzündungen. Die inneren Augenentzündungen, die sind selten oder sehr selten, das heißt, sie betreffen 20 bis 50 Patienten pro 100.000 Einwohner. Und die inneren Augenentzündungen sind potenziell bedrohlich für die Struktur und Funktion des Auges und bedürfen eigentlich immer einer Abklärung und Therapie durch den Augenarzt. Bei den äußeren Augenentzündungen können wir unterscheiden, welche Struktur betroffen ist. So beispielsweise das Augenlid, die Lidkante, die Bindehaut, die Hornhaut und die Lederhaut. Bei der Behandlung ist der wichtigste erste Schritt, herauszufinden, was die Ursache ist und dann nach Möglichkeit diese Ursache zu vermeiden. Häufig genügt diese Maßnahme bereits. Wenn man zu Medikamenten greifen will, dann gibt es natürlich eine breite Palette von Möglichkeiten. Beginnen wir mit künstlichen Tränen. Dann gibt es auch zum Beispiel homöopathische Augentropfen und schließlich kann das bis zum Einsatz von Cortison-Augentropfen gehen. Die häufigste Art der Augenentzündung ist sicher die virale Konjunktivitis, also die virale Bindehautentzündung. Es können aber auch Pilze sein oder Parasiten, welche insbesondere zu einer Bindehautentzündung oder zu einer Hornhautinfektion führen können. Daneben gibt es Allergien, die vor allem während des Frühjahres und des Sommers gehäuft auftreten. Und schließlich ist das trockene Auge, vor allem bei Frauen im Alter ab 40 Jahren, eine sehr häufige Ursache für Beschwerden. Zu Beginn äußert sich der graue Star in der Regel dadurch, dass man etwas kurzsichtiger wird. Es ist ein Prozess, der entsteht, weil die Linse ständig nachwächst im Laufe des Lebens. Das beginnt bereits mit der Geburt. Und die Zellen, die praktisch seit Geburt da sind, leiden dann an Altersschwäche, wenn sie so wollen, und werden langsam trüb. Ein ganz wichtiger Faktor ist das Licht, denn Licht und Sauerstoff, und beides ist dort in extrem hohem Maße vorhanden, sind eine ganz schlechte Kombination und bilden Sauerstoffradikale, die Gewebe einfach schädigen können. Die Behandlung des grauen Stars besteht bis heute zumindest eigentlich routinemäßig in der Operation, also die trübe Linse wird entfernt und schlussendlich durch eine künstliche Linse ersetzt. Und damit kann das Sehvermögen eigentlich zu 100% wiederhergestellt werden. Es ist leider ein eigentlich natürlicher Alterungsprozess. Und darum ist es nur eine Frage, ob man alt genug wird, bis man den grauen Star eben erleben muss.